Hey Leute und willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf hier auf Black Rabbit RPG. In der letzten Folge haben wir den Quallenkönig besiegt und ich hoffe natürlich, dass sich jetzt Thaddäus heilen kann. Oh, ja. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Mach nicht so Geräusche, Thaddäus. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Nein, wir reiben ihn nicht ein und SpongeBob freut dich nicht so. Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Pfannenwender? Yeah, Baby, der Pfannenwender. Der Pfannenwender. Sehr geil, haben wir geschafft. Genau das. Hat noch was zu sagen? Nein. Okay, perfekt. Jetzt sehen wir hier auf unserer Übersichtskarte, wir haben alle Pfannenwender bis auf einen. Da habe ich eine Quest nicht gefunden. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir zurück können. Was soll ich sagen? Ob wir jetzt weiter können in ein nächstes Gebiet oder ob ich den letzten Pfannenwender so dringend brauche. Ja? Denn wir können ständig von Gebiet zu Gebiet reisen mit dem Taxi. Ist eine geile Sache. Ja? Wir sehen Jellyfish. Hier ist ja frei. Ne? Hier kann man durch. Und bei anderen Gebieten ging das nämlich eigentlich nicht. Ne? Hier oben stehen 15. Hier rechts stehen 10. Heißt es, ich brauche echt... Da hinten stehen 5. Okay, hier geht's weiter. Okay. Mr. Krabs, hast du was zu sagen? Du willst also glänzende Objekte? Das stimmt. Ist hochqualitative Hand? Stimmt, ich habe einen gekauft. Jetzt haben wir 10. Oh, wir können ins 2 Gebiete reisen. Okay, wir können jetzt nach oben oder nach rechts. Ich denke, wir gehen mal nach rechts. In die Stadt ist was Neues für uns. Ab in die City. Yeah, ich habe Bock drauf. Ab ins Taxi, wenn SpongeBob selbst Auto fährt. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Ne? Das geht die nicht gut aus. Die Stadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. Oh Gott, so viel Jump'n'Run, ne? So viel Jump'n'Run, ihr seht's schon, ne? SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. Okay. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Evakuieren, SpongeBob, nicht Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Ja, ich hab's auch gesagt. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum? Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. SpongeBob stellt aber die richtigen Fragen. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. So sieht's aus. Bob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was. Wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Was mit einem Führerschein? Netter Versuch. Ich mag es. Ich mag die Gespräche. Merkt man sehr, dass es auf Fans ausgelegt ist, natürlich, ne? 1 von 11, okay. Und B, merkt man natürlich auch, dass der Humor jetzt nicht nur für Erwachsene ist, sondern auch für, okay, da muss man schnell rüber, okay. Dass das Ganze nicht nur für Erwachsene ist, sondern auch für ältere Spieler, ne? Ich weiß, ich muss da weiter, aber kann ich hier hoch? Na, der Pflanze stehen, ne? Kann man nicht. Kann auf dem Blumenbeet stehen? Ah, es geht einfach so. Okay, wir müssen ja alle Räder finden. Erstmal müssen wir hier das Gebiet nicht abchecken. Scheiß Roboter! Oh, wie funkelnd. Wir brauchen Räder. Oh, was hier? Hä? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Der schießt mit auf Sachen auf uns. Okay, wir haben eine geile Kombi gemacht, by the way. Wir müssen hier irgendwie hoch. Aber da bräuchte man eigentlich Patrick dazu. Patrick, der Sachen hochwirft. Nur was bringt das, frag ich mich. Was bringt das, die schöne Figur zu zerstören? Brauchen wir Patrick dafür. Ich habe aber noch kein Taxi gesehen, dass wir Patrick rufen können. Okay, ich glaube, hier war es das mit den Fahrrädern. Wie ein neuer Schwamm. Die Fahrrädern. Mit den Lenkrädern erstmal. Hey. Na? Ruhe, das magst du doch. Oh, da freut sie sich. Ey, ich habe jetzt nichts Spanisches gemacht. Ne? Okay, wir brauchen also diese SpongeBob-Rolle hier. Wir müssen ihn berühren, dann werden wir ein Ball. Okay. Okay, okay, okay. Wir machen jetzt die SpongeBob-Rolle. Whee! Fliegende Alien-Roboter! Ah! What the fuck? Miep, 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 Fisch, miep. Diese Fische sehen so geil aus. Okay. Gary? Mau! Gary hat sie alle gerettet. Okay, okay, die müssen wir aufpassen.
Was hier? Roboter heißt Hanchu. Hanchu. Der beste Weg zu erledigen ist, von oben eines Blasenhüpfer zu machen. Okay, also von oben drauf einen Blasenhüpfer. Denkt jetzt nicht an perverse Sachen, Leute. Wir brauchen einen Blasenhüpfer. Okay, wir kriegen das hin. Ja, geblasen hüpft. Okay, das ist easy. Geschenke öffnen ist klasse. Das war easy. Hier ist eine Röhre. Wir brauchen aber alle Lenkräder. Wir dürfen uns nicht von unserer Mission abbringen lassen, alle Lenkräder zu holen. Was bringt uns hier jetzt der Ball? Autsch. Ah, man muss einfach darüber rollen. Okay, okay. Aber hier ist noch ein Lenkrad. Ich wollte noch gar nicht durch. Ich wollte es mal testen. Ne? Also nicht so, dass ich jetzt irgendwie versagt hätte oder so, ne? Ich wollte es nur testen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und es gibt anscheinend auch in jedem Level immer so Geheimmissionen. Also man sieht jetzt, wir sind jetzt rechts unten. Ich hoffe, ihr seht das. In dieser Welt, Innenstadt von Bikini Bottom. Hier sieht man verschiedene Pfannenwender mit verschiedenen Aufgaben. Und natürlich die Socken von Patrick, die ich hier ziemlich vernachlässigt habe. In den Qualenfällen habe ich erst 3 von 14 Socken. Ja, da müssen wir noch in Zukunft hart nachlegen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel auf dem Kanal hier komplett durchspielen werde. Ich hätte aber Lust darauf. Ne? Ich habe jetzt erstmal, ich glaube, das ist die 4. Folge, die ich aufnehme. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mich einfach wissen. Wie gesagt, ne, Däumchen nach oben. Abonnieren vor allem, um nichts zu verpassen. Ne? Danke dafür. Auch wichtig. Durch die Stadt. Ich wurde getroffen. Ich fühle mich hier ist wieder ein Ball. Brauche ich den Ball hier, um darüber zu kommen? Hui! Nö. Ich bin irgendwie... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich kotze gleich. Okay, wie komme ich darüber? Wenn ich das wüsste. Hier ist kein Hinweisschild, das mir sagt, wie ich darüber komme. Das ist mich ziemlich weit. Da brauche ich mir eher so einen Seifenblasenflug oder whatever. Der steht hier drauf. Der hat mich getroffen. What the fuck, wie hat er mich getroffen? Oh! Ah! Habt ihr gesehen? Da ging eine Rampe hoch. Durch die Stadt. Hui! Yeah! Easy peasy lemon squeezy. Lass mal den hier auslöschen, dann Doppelsprung, der Platscher nach unten. Hier ist noch mehr Roboter. Stirb, Roboter! Bin irgendwie nicht aggressiv oder so, das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Okay, hier ist ein Schalter, den ich drücken werde. Das Fenster ging zu. Was soll mir das sagen, dass hier das Fenster zuging? Hier ist Kumpelblase. Kumpelblase. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Warum sind hier Snakes on a Plane? Okay, von innen abgeschlossen. Müssen wir irgendwie nach oben. Hier ist wieder ein SpongeBob-Roller. Was ist das hier? Sprungbrett. Okay, kommen wir hier hoch. Okay, ich will darüber, denn ich will natürlich Patricks Stinkesocken. Das ist ganz klar, ne? Also ganz ehrlich. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Es ist von innen abgeschlossen. Aber wie komme ich da rein? Ich hätte ehrlich gesagt gerade jetzt im Moment keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Hier kann man rüber. Oh, hier ist eine Hardcore-Muschel. 2100. Also wenn da jetzt kein Pfannenwender drin ist, dann habe ich Angst. Nein, das war nur ein Türöffner. Das war nur ein Türöffner. Seenadel. Okay, das ist die Seenadel. Da können wir hin. Die Seenadel. Okay, da oben ist was. Okay, zur Seenadel will ich aber erstmal jetzt nicht. Aber wir haben sie schon mal freigeschaltet. Und wie komme ich da hoch denn bitte? Vom Haus hier? Wie komme ich denn da hoch? Katsching. Ja, okay. Das geht ja nicht. Nee, da komme ich nicht hoch. Und das ist auch zu niedrig. Aber die Rätsel sind gar nicht so einfach manchmal. Nein. Ich muss da ja irgendwie rüberkommen. Aber fehlt mir eine Fähigkeit. Ist ja. Ich denke halt oft so. Oh Gott. Ich denke halt oft so, dass man gewisse Fähigkeiten braucht, um an gewisse Orte überhaupt ranzukommen. Man kann da mal rüber. Um an gewisse Orte überhaupt ranzukommen. Geht das? Ne, es geht nicht, oder? Lass uns mal hochfahren, versucht da mein Glück. Ne, viel zu wenig. Ne, also bei manchen Stellen frage ich mich echt noch, wie genau werde ich die lösen? Yay! Yeah. Gary! Miau! Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Ja! Yeah.
Nicht fertig? Heißt das nicht? Hä? Miau. Okay. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Den können wir brauchen. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Sandy? Holen? Ich schaff das... Sandy? Oh, was für ein großer Abstand. Das meine ich ja, die großen Abstände. Ich wusste, okay. Da fehlt uns was. Diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Also Sandy ist die Sprungexpertin. Oh, oh. Noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich. Okay, okay. Sandy freigeschalten. Leute, wir schalten Sandy frei. Wie geil. Wo war das Taxi? Taxi? Ist hier kein Taxi? Erstmal sehe ich dann einen nervigen Roboter. Und dann sehe ich aber nicht. Oh, oh, man kann jetzt hier durch. Oh, okay. Aber wo war jetzt das Sandy-Taxi-Mobil-Ruf-Ding? Hol Sandy und geh zur Tür vom Schornstein. Hol Sandy. Ja, aber wie hole ich denn Sandy? Sieh da. Ah, da oben! Meine Fresse, Rabbit. Bemühe dich doch mal ein bisschen. Sandy! Oh, wie cool! Ich bin Sandy. Oh, die kann fliegen. Die kann fliegen. Oh, wie geil. Spring diese Treppe hoch. Jo. Abgrund, gleiten. Ja, habe ich gerade gemerkt. Sandy ist ja der Mega-Hammer mit Lasso gleiten. Wie geil. Aber, ich würde gerne zuerst hier das. Komme ich da jetzt hoch? Nee, wahrscheinlich nicht. Muss wieder rundherum laufen, ne? Ja, aber egal. Hey, ich wollte das Lenkrad. Ne? Wir brauchen ja alle Lenkräder, nicht vergessen. Sandy. Oh, wie cool. Ich habe Sandy freigeschalten. Okay, erstmal hoch. Bang, 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 bang. Macht lustige Geräusche. Sandy Power. Kann man hier auch hoch? Ja, kann man. Bringt das was? Kann ich da rüber? Seid ihr auch immer so im Forscherdrang? Ihr müsst immer Sachen rausfinden. Hier war doch irgendwo was, oder? Warum wollte ich hier hoch? Das noch wüsste. Okay. Je glänzender, desto besser. Sandy! Ich mag die Sandy-Stimme auch sehr gerne. Okay, da kommt die auch rüber. Krass. Sandy ist krass. Oh, da ist ein Holzpflock. Ne, doch nicht. Checkpoint. Karateschlag. Karateschlag. Sandy Power. Was hier? Lasso fangen, wenn du B drückst. Okay. Ah. Das ist auch cool. Es geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Das ist auch cool. Was ist das hier? Schwunghaken schwingen, wenn du B drückst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich Angst. Was gibt's noch hier? Lasso fangen. Was, die Gegner kann man auch fangen? One moment. Die Sandy ist ja OP, die ist ein Fernkämpfer. Sandy ist ein Fernkämpfer. Das ist ja mega OP. Fernkämpfer sind immer krass in Games. Okay, der ist down. Das hat mir davor benutzt. Nein! Ich muss einen Knopf gedrückt halten. Bäm, bäm, bäm. Oder? Jo. Oh, Seilschwing-Action hier. Alter, bin ich krass. Alter, bin ich krass. Und ein goldener Pfannenwender. Ey, wir brauchen sicher am Ende alle, ne? Dächern zu reißen. Wie gesagt, die Dächer, Leute. Die Dächer der Stadt. Kommt mit. Hey, Larry, was geht ab?
Sandy! Larry! Bin ich froh, dich zu sehen. Moin! Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Oh, Mann. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Ah, Mann. Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Was? Was macht deine Antenne da oben? Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Oh, Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ach, Larry. Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry. Abgemacht. Was mache ich denn mit der alten Antenne, bitte? Was soll ich mit der alten Antenne machen? Was? Warum liegt hier... Ist das Klopapier? Warum liegt hier Klopapier? Warum liegt hier Klopapier? Ich frage gar nicht nach, okay? Am besten ist es oft nicht nachzufragen. Oh, noch ein neuer Roboter. Was? Der wirft Raketen? Ich liebe das Game. Ich liebe das Game. Es ist so durch. Es ist so durch. Das Game ist so durch. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Nach dem kann man zerstören. Sind jetzt echt krasse OP-Fähigkeiten. Leg dich niemals mit Texas an. Leg dich niemals mit Texas an. Bam, bam, bam. Oh Gott, jetzt ist es hardcore. Auch den kann sie one-hitten, okay. Da ist noch einer. Krass, Sandy ist echt stark, Leute. Oh Gott. Karate-Schlag! Bam! In your face! Nein! Was machst du denn, Sandy? Was machst du denn? Warum hast du dich umgedreht? Ich habe dich umgedreht. Die Sandy, Mann. Man kann auch ihr Last in der Luft benutzen. Das ist ja mega krass. Also Sandy ist bisher, meiner Meinung nach, die stärkste. Die stärkste. Hier ist ein Checkpoint. Komm, scheiß drauf. Oh. Ein Knopf. Ein Geheimweg. Oh mein Gott. Ich bin verdrückt schon. Ich habe mich schon verdrückt am ersten Versuch. Komm, ich versuch's. Ich versuch's, Leute. Gott. Ich weiß nicht, was das bringt überhaupt, ne? Achtung, ein goldener Pfannenwender. Wir haben uns gerade einen relativ günstigen goldenen Pfannenwender geholt. So günstig hätten wir bei Mr. Krabs den Pfannenwender nicht bekommen. War also vollkommen okay. Nur, wo bin ich? Ah, hier oben. Okay. Hier oben. Das ist so ein weiter Weg, ne? Hier oben. Aber hey, hat sich echt gelohnt, Leute. Goldene Pfannenwender, die braucht man immer. Braucht man, um den ganzen Level freizuschalten. Darf man nicht vergessen. Aber Sandy gefällt mir bisher vom Gameplay am besten. Also die fühlt sich sehr, sehr stark an. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Und ist auch mega stark. Also ich sehe, ich kann sogar diese krassen Gegner, die uns mit SpongeBob und Patrick so richtig hart genervt haben, einfach one-hitten. Ne? Also die hat schon was drauf, die Dame. Bam, bam, bam. Ja! Zack, aus der Luft getötet. So, jetzt wieder da. Jetzt sind wir da, wo wir angefangen hatten. Die Schachtel hätte ich benutzen können. Ich wollte... Ach so. Jo, der Rabbit. Ha. Mit den Schachteln, das habe ich nicht so ganz gecheckt. Ha, da bin ich ehrlich. Sieht er mich? Jo, das sieht... Triff mich nicht, Alter. Nein, nein. Oh Gott, nicht runterwerfen. Nicht runterwerfen. Da ist ein goldener Pfannenwender. Ah, scheiße. Ich hab dich gesehen, Pfanni. Dich hole ich.
Nein, es ist kein Pfannenwender, es ist ein Lenkrad, was wir aber auch brauchen. Komme ich da hoch? Nee, ich glaube hoch nicht, oder? Na, ich glaube nicht. Hui! Okay. Dann müssen wir... Oh Gott, das ist Hardcore-Jump'n'Run, ne? Das ist Hardcore-Jump'n'Run. Und jetzt? Da hoch? Da runter? Da runter. Oder? Ich muss auch die Folge mal zu Ende bringen, ne? Aber ich bin gerade hier über den Dächern der Stadt. Was? Sie hat sich nicht festgehalten. Ist das etwa ein Zeichen, dass ich es hier belassen sollte, über den Dächern der Stadt? Ich denke ja. Wir haben Sandy Fry geschaltet. Wir haben die SpongeBob-Rolle gesehen. Wir haben Thaddäus geholfen. Es war eine erfolgreiche Folge, sind wir ehrlich. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Däumchen nach oben abonnieren, um auch hier bei Black Rabbit RPG, bei meinem Drittkanal, nichts zu verpassen. Meinungen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß mit den anderen Videos auf der Endcard. Haut rein und ciao.